Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sachsen, vor allem die Probleme der Wirtschaft und der Massenmigration haben das letzte Jahr bestimmt und sie werden wahrscheinlich auch das kommende Jahr bestimmen. Deshalb ist es unser wichtigstes Anliegen, ab 2024 Verantwortung in Sachsen zu übernehmen. Eine AfD-geführte Regierung wird unsere Grenzen sichern. Sie wird von Geld auf Sachleistungen für Migranten umstellen und sie wird endlich für Sicherheit auf Sachsens Straßen sorgen. Die übergroße Mehrheit der Sachsen möchte einen Wandel. Wir wollen die Mitsprache der Bürger. Doch Herr Kretschmer und seine CDU stellen sich immer weiter gegen eine Politik der Vernunft. Wir werden in allen Bereichen sinnvolle Alternativen zur Regierungspolitik vorlegen. Und wir werden Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wieder durchsetzen. Sachsens Bürger und Unternehmen stehen vor einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und sie drohen endgültig unter die Räder zu kommen. Ich werde mich daher mit aller Kraft dafür einsetzen, bürgerliche und ökonomische Freiheitsrechte wiederherzustellen. Wir als AfD weisen jegliche Angriffe auf die Freiheit und auf das Eigentum der Bürger und Unternehmen zurück. Wir wollen starke, demokratische Mitspracherechte für unsere Bürger. Und wir lassen uns auch durch die Einschüchterung und das autoritäre Gebaren der Altparteien nicht mehr verunsichern. Die AfD hat mit ihrer Arbeit im Sächsischen Landtag in den letzten Jahren großes Vertrauen in der Bevölkerung gewonnen. Und dieser Trend wird sich 2024 ganz sicher fortsetzen. Helfen auch Sie uns dabei, Sachsen zum ersten AfD-regierten Bundesland zu machen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihrer Familie ein frohes neues Jahr. Möge es ein Jahr des Neubeginns sein. Viel Glück und Gesundheit für 2024, Ihr Joko.